Meine Lieben, wir können nicht über Psychologie sprechen, wenn wir nicht über Alchemie sprechen. Über Transmutation. Ich habe es in der letzten Folge bereits erwähnt. Die sexuelle Kraft erschafft auf unterster Ebene neues Leben. Wenn man sie aber transformiert und schöpferisch tätig ist, und sie ist immer schöpferisch, dann kann man eben auch Lieder schreiben, Liebe entwickeln, Gedichte schreiben, Symphonien, Bücher und so weiter. Das heißt, der Mensch ist dann auf höheren Ebenen schöpferisch tätig. Übrigens, ein Meister macht gar nichts mehr. Warum? Da muss ich jetzt mal drauf zu sprechen kommen. Die schöpferische Aktivität zieht Kundalini entweder nach unten, wenn ich sexuell Kontakt habe, weil sie ja denkt, da wird neues Leben erschaffen. Nun gibt es ja die Antibabypille, also da macht man es aus Vergnügen, hauptsächlich nur. Hält Kundalini unten, aktiviert die oberen Chakren nicht. Wenn ich aber das nicht übertreiben würde, wenn ich da Maß halten würde und würde mich geistig betätigen, schöpferisch, ziehe ich diese Kraft nach oben und sie erfüllt mich mehr und mehr, man kann sagen, mit einem Glücksgefühl, weil sie in die höheren Ebenen dringt und mit ihnen mich verbindet. Und wenn sie dann sozusagen in der höchsten Ebene ist, dann haben wir ein Glücksgefühl unabhängig von Personen und Dingen. Dieses Glücksgefühl ist stärker als jeder Orgasmus, stärker als jede sonstige Freude am Essen, Trinken und so weiter. Nicht wahr? Und das ist eigentlich der Sinn des Schöpfens. Ein Meister aber, zum Beispiel jemand, der gar nicht schöpferisch tätig ist, der mehrere Leben, angenommen jetzt mal, keusch lebt, sich sexuell enthält, so wie die Heiligen das ja machen, ja? Da steigt Kundalini an, das sammelt sich und geht von selbst immer höher, immer höher, immer höher und plötzlich wird er durchschaudert vom Glück, kann man fast sagen. Ja, oder das Glück überspringt ihn von Stufe zu Stufe. Er ist dann reines Glück. Dann braucht er nichts mehr zu schaffen. Das ist ein Meister. Und er hat noch Verbindung zu allen Ebenen und hat das höchste Wissen, ohne auch nur einen Finger zu krümmen, meine Lieben. Denkt mal drüber nach. Das wäre doch mal eine Möglichkeit, auf die wir uns vielleicht hinbewegen könnten. Nicht in einem Leben vielleicht, aber so Leben für Leben. Also die Alchemie und die Transmutation. Ich war, meine Lieben, ich habe gesprochen über die Transmutation der Schöpferkraft. Vom Sexuellen hoch. Das ist das Kundalini, das ist die Libido. Da hat der Freud recht, aber der hält sie unten und versucht da, wühlt im Sumpf des Sexuellen andauernd und versucht den Menschen nur daraus zu definieren und schafft nur neue sexuelle Frustrationen und Probleme. Und das ist auch der Sinn, meine Lieben, und das hat mit, da kann man sagen, der Psychologe der Zukunft muss ein Alchemist sein, er muss jemand sein, der transformiert diese Energie. So muss man dann auch, sagen wir mal, diese Geschichte sehen, wie man aus den niederen Metallen kann der Mensch die Quintessenz ziehen, ja? Und kann sie transmutieren in Gold und in Silber und so weiter. Aber da bedeuten die niederen Metalle die niederen menschlichen Begierden, die natürlich auf der unteren Ebene Fortpflanzung sind. Das ist die Falle der Natur. Meine Lehrerin mir schon gesagt und der Mahachohan auch. Und da kann man sagen, wenn wir das transmutieren, aber dann müssen wir erstmal wissen, dass sowas überhaupt geht. Wir müssen wissen, dass sowas überhaupt gibt, sonst können wir es nicht. Dann kann es uns aus den Verstrickungen, von den Verstrickungen der Sinnenwelt befreien. Das ist das Kundalini, meine Lieben. In dem Zusammenhang kann man einen Schuster nennen, der größer als die größten Psychologen war, zum Beispiel Jakob Böhme. Nicht? Und ein Schüler von dem war der Johann Gichtel. Er hat in seinem Titel, der hat ein Buch geschrieben, Theosophica Practica. Und da ist eine Zeichnung drin, da können wir den Körper sehen, mit Kundalini. Ist natürlich auch im Buch des Lichts alles beschrieben, ja, in sehr detaillierter Weise dargestellt. Da sehen wir die Chakras, die Kraftzentren. Natürlich in diesem Hörbuch und auch in dem kleinen Büchlein Das Geheimnis der sieben Siegel
Ja, wissen wir, das sind die Chakras, das sind die Energiezentren, wo also Kundalini, diese Libido von Freud, die ist unten zusammengerollt, am unteren Ende der Wirbelsäule und wird dann erweckt. Lieber nicht frühzeitig, sonst könnte es Schwierigkeiten geben, denn die Straße von Kundalini ist gepflastert mit ihren Opfern. Und dieses, da wendet man sich nach innen, diesen Sexualtrieb, nicht wahr? Das ist dann die nach außen gerichtete, kann man sagen, Schöpferenergie im Menschen auf der physischen Ebene zur Erschaffung neuen Lebens. Aber wenn diese Aufgabe ausgeführt ist, das gab es ja in Indien früher, wenn jemand Kinder hatte und dann eine Frau und eine Familie, hat er sie irgendwann, so im Alter von 40, verlassen, ist in die Wildnis gezogen und hat sich völlig enthalten. Mit dem einzigen Ziel, seine Kundalini steigen zu lassen. Ein keusches Leben natürlich, um geistige, ja, Erfüllung zu finden. Um sein wahres, zeitlos, ewiges, unsterbliches Sein zu sein. Und dahin führt uns auch die Lehre des wahren Gottes Nirvana. Stufe für Stufe, Leben für Leben. Wer das allerdings auf einmal machen will, der sollte sich in Acht nehmen. Manche Körper sind dafür nicht gemacht. Muss man aufpassen. Da hilft die Mantra, da hilft Meditation und das alles. Aber wir kommen dann in die Welt der Gefühle, des Intellekts. Und diese Energie, meine Lieben, und das hat zu tun mit Psychologie. Und ein Psychologe sollte sich damit befassen und nicht die sexuelle Energie immer nur unten halten und das als Libido, als sexuelles Problem sehen. Die offenbart sich unten als Schöpferkraft. Und jetzt wird sie, wenn sie transformiert wird, man kann es nicht genug wiederholen, als Kunstwerk, nicht wahr? Oder Philosophen und Forscher, die forschen da aktiviert sich Manas Rupa, der Mentalkörper und so weiter. Sozialreformer werden inspiriert. Denn je höher das sexuelle Verlangen transformiert wird, umso mehr, es gerät schließlich ins Herz, wo Mitgefühl ist. Wo vorher nur, entschuldigt den Ausdruck, Geilheit war und Verlangen, da entsteht plötzlich Mitgefühl. Wir können kein Mitgefühl mit anderen Menschen haben, wenn wir unsere Begierden, ich sage nicht unterdrücken, das ist falsch, aber wenn wir nicht erlauben, dass sie transmutieren, dass sie höher kommen, dass sie die Herzchakra berühren, Kehlkopfchakra und so weiter, und dass wir dann plötzlich, das sind die ja, Verbindungsglieder zu den anderen Menschen, zu allen Wesen, und darum ist natürlich ein Meister, der nichts mehr schafft, trotzdem alles weiß, voll liberated, befreit, losgelöst ist, weil alle seine Chakras offen sind. Nicht wahr? Der ist reinstes Mitleid, höher als die höchste Liebe. Er ist Güte. Güte. Also durch Begierdenverdrängung, meine Lieben, kann man das nicht tun. Wer macht den Fehler? Meistens die Priester. Die Priester von früher schon noch, die spüren das sexuelle Verlangen, wissen nicht, womit sie zu tun haben, wehren sich gegen den Körper, wollen Askese, peitschen ihn und erwecken das Kundalini-Feuer noch stärker. Was geschieht dann, wenn ich ständig unten halte? Es entsteht Perversion. Sie missbrauchen dann Kinder. Wir sehen doch die Situation heute. Das sind Leute, die haben nichts begriffen, die wissen nichts von der Energie, die in ihnen ist, meinen aber, sie könnten hier groß den Priester spielen, nicht wahr? Und dann, wenn sie das sexuelle Gefühl haben, sagen sie, oh, das darf ich ja nicht, hat Jesus verboten. So, jetzt sagen die, was mache ich damit? Und je mehr sie es drücken und gar nicht wissen, wie man es transformiert, umso größer, Entschuldigung, wird die Geilheit. Und da sie es mit Erwachsenen nicht treiben dürfen, treiben sie es mit Kindern. Wacht endlich auf. Darüber sollte mal unser Jesuitenpapst sprechen. Damit sollte er sich befassen, aber dann müsste er erstmal das Buch des Lichts studieren. Also, man soll die Metalle nicht zerstören von der alchemistischen Formel, nicht wahr? Sondern, dass zum Beispiel, wenn Metall in Gold verwandelt wird, ist das nicht so, dass man das Metall zerstört. Ist nicht wahr. Man nimmt die Quintessenz und transformiert sie. Und die Leidenschaften in uns, die kann man transformieren. Ein leidenschaftsloser Mensch ist eigentlich ein Neutrum, ein gar nichts. Nicht wahr? Ein wirklicher, ein Meister, der ist Feuer und Flamme.
Der ist durchlodert von Kundalini. Ja, sobald er natürlich in der physischen Welt ist. Und darum ist der Sinn der Sache, und das, ja, das kann man nicht wissen, ohne das Buch des Lichts studiert zu haben, ist der Gottmensch, ein Psychologe, darf also nie den Menschen sehen, wie er ist, sondern wie er sein sollte. Wenn der Psychologe aber nicht weiß, wie der Mensch sein sollte, dann kann er ihn auch nicht dahin erziehen. Ja? Wenn ich also Volksschullehrer bin und will jemanden zum Abitur führen, das geht nicht. Ja, da habe ich gar nicht das Wissen dazu. Ich kann ihn höchstens, ja, einen gewissen Wissenslevel kann ich ihn halten, aber mehr geht nicht. Das heißt also, ich weiß nicht, angenommen, ich wäre jetzt ein Volksschullehrer oder wüsste nicht, dass es Abitur gibt, aber man darf die Vergleiche nicht zu weit ziehen, ja? Und dann kann ich ihm das doch gar nicht zeigen. Dann denke ich, das war's dann. Und so weiß der Psychologe nicht, was überhaupt der Sinn des Lebens ist und was überhaupt das Ziel eines Menschen ist. Nicht das Festhalten, sondern das Loslassen. Hier beschrieben im Transmutieren. In der nächsten Folge kommen wir mal zur sexuellen Vereinigung und was sie wirklich bedeutet oder bedeuten kann.